Jo moin, an Weihnachten habe ich ganz spontan mich dazu entschieden, meine Runde offline leider zu pushen. Ich war mal im Bett, habe mir gedacht, okay, dann mache ich noch ein paar Games, war ich erstmal auf 6-1, war dann bei Bigs mit dem Stream, also einen Tag vor Weihnachten und dann war es ungefähr 0 Uhr, schon Weihnachtstag, habe ich gedacht, okay, ich bin eh noch nicht müde, ich pushe auch ein bisschen leider und ich bin Top 50 global und Ultimate Champion gepusht. Das hab ich nicht mit Logbait, wie es sich viele denken, geschafft, das habe ich mit diesem 3-Musketier-Deck geschafft, was sehr, sehr viele Spielen, vor allem Legend, hat damit ja auch die 85 Siege, glaube ich, in dem Global Tournament geschafft. Das Deck ist extrem stark. Und ich will euch jetzt, da ich ja keinen Live-Gameplay habe, euch die Replays zeigen, wie ich Top 50 der Welt gepusht bin mit dem Deck. Und es waren wirklich so nice und wirklich knappe Games dabei. So, erstmal das Deck. Ihr kennt wahrscheinlich alle 3 Musketier Cycle Deck mit der Pump, immer auch extrem stark. Ihr habt natürlich eine Ice Golem drin, wie in jedem 3 Musketier Deck. Barb einfach immer noch eine extrem starke Karte. Banditen Rambok als Bildschirmelemente. Aber wenn ihr den Rambok, anstatt des Rambocks könnt ihr natürlich auch den oder die Widerreiterin spielen, wenn ihr den auf einem guten Level habt und ihr auch mögt. Zum Beispiel in der Challenge kann ich auf jeden Fall euch auch den Widerreiter empfehlen. Hier natürlich, da eigentlich ist, man kann ja auch anstatt dem Jäger Mini-Packer spielen, wenn ihr den höher habt oder auch einen Holzfäller. Ich finde Jäger hier am geilsten, weil ich den einfach so stark finde zurzeit in Hunter. Wirklich einer meiner Lieblingskarten auch im Game. Richtig, richtig nice. Und ich würde sagen, wir springen auch gleich ins erste Game rein. Ich würde sagen, bis gleich. So, sind wir auch im ersten Game und wir spielen gegen ein sehr, sehr interessantes Deck. Wir spielen gegen ein 3-Musketier-Valkyren-Deck. Ich dachte mir so, what the fuck? Einfach 3-Musketier-Valkyren. Ich weiß nicht, ob es ein Sniper, ich weiß nicht, ob es einfach Zufall war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall starte ich mit dem Ice Golem und starte dann gleich mit der Pumpe in die Mitte. Pumpe in die Mitte ist eigentlich immer solide, weil ich dachte halt, er spielt vielleicht Ballon Cycle mit Valkyrie und Miner, deswegen habe ich die einfach in die Mitte gespielt. Jetzt habe ich schon eine ganz gute Ausgangsposition, weil jetzt habe ich schon gedacht, okay, er spielt 3 Musketiere mit Valkyrie. Valkyrie ist raus, das sind sehr, sehr nice 3 Musketiere. Ich gehe extrem gute Value, kill die Valkyrie und habe jetzt einen nice Counterpush, zu dem hat er auch gerade die Pumpe gesetzt. Natürlich wusste ich die anderen Karten nicht. Er hat natürlich auch noch einen Holzfäller dabei, was extrem guter Single-Target-Damage gegen mich ist. Aber ich denke, ich habe schon gedacht, okay, dieser Push kann auf jeden Fall gut werden. Wir gehen auf der rechten Seite durch mit Rambok und den 2 Musketieren extrem viel Schaden. Und das ist schon fast der Turm. Das Problem ist, wir haben keinen großen Spell. Und somit wird es natürlich auch schwer, den Turm zu bekommen. Ich entscheide mich jetzt links die Bat zu spielen. Rechts einen sehr, sehr nice Ice Golem, der alles abtankt. Plus ein Barbell, was auf jeden Fall auch sehr, sehr nice getimed war. Und jetzt kriege ich hier ein bisschen Schaden, was auf jeden Fall okay ist. Lasse ich einfach durch. Ich entscheide mich jetzt keine Banin zu spielen und einfach abzupacken. Die Situation ist eigentlich ganz gut. Wir sind ungefähr even von Elixir. Von Elixieren besser gesagt. Und wir haben auf jeden Fall mehr Damage gedealt als er. Jetzt habe ich den Banditen an die Brücke gespielt, weil ich dachte, er muss mit der Valkyrie antworten, aber die hat ja nicht mal im Cycle gehabt. Also, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Ich glaube, ich wollte testen, ob er irgendwas hat wie ein Ice Golem oder so. Hat er anscheinend nicht. Oder hat er nicht gehabt. Er hat mit einem Lumberjack gespawnt, was auf jeden Fall okay ist. 3-4-4. Er muss dann nochmal das Barbell defenden. Das ist eigentlich ein solider Trade für uns. Valkyrie wieder hinten, verstehe ich nicht. Also, an seiner Stelle hätte ich auf jeden Fall die Valkyrie niemals nach hinten gespielt. Jetzt setzt er sich natürlich zum Durchcyclen, ist komplett okay, aber. Natürlich, Valkyrie, wenn man eigentlich in die 2 bzw. in die 3 Musketiere reinspielt. Jetzt wieder Pump, Cycle. In Mirror-Matchups, Leute, wenn ihr viele Mirror-Matchups habt, wirklich am wichtigsten ist, wirklich abzupumpen. Abpumpen ist das Wichtigste. Und hier macht er einen sehr, sehr guten Move. Er vielleicht ist relativ clean. Ich entscheide mich, glaube ich, jetzt die 3 Musketiere zu splitten, weil er eine Valkyrie hat. Deswegen gehe ich nicht auf die gleiche Lane. Und ich wusste, okay, mit Barbell soll es eigentlich eine easy Defense sein. Hier wurde es noch ein bisschen brenzlig. Ich hatte alles reingesperrt, aber es war eine sehr, sehr nice Defense. Alles ist tot. Und jetzt bringe ich hier auch gleich. Double Lane Pressure. Double Lane Pressure ist so wichtig. Wirklich. Wechselt die Lane, macht Pressure auf beiden Lanes. Zum Beispiel, er denkt jetzt, okay, ich verteidige einfach nur die rechte Lane, weil mein Turm low ist. Nein, geht dann komplett links rein und holt den Turm, weil er da einfach auf der anderen Seite 3 Musketiere setzt. Also selbst wenn der Turm vom einen low ist, habt keine Angst, dann irgendwie die andere Lane zu pushen. So, jetzt geht er wieder aggressiv rein. Ich verteidige jetzt eigentlich relativ gut. Jetzt mache ich, glaube ich, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich pump jetzt nochmal, oder? Ne, ich entscheide. Ah ja, genau. Ich entscheide mich jetzt wieder Double Lane Push zu machen, weil ich weiß, es kann schwierig für ihn werden. Ich entscheide mich jetzt ein Barbell zu spielen, was auf jeden Fall tankt, was sehr, sehr gut ist. Rambo connected. Und es ist wieder sehr, sehr knapp, aber es reicht leider nicht. Und wie wir wissen, wir haben kein Spell, um an den Turm zu kommen. So, das ist jetzt wieder sehr, sehr gut. 3 Musketiere. Ich bringe jetzt einen sehr, sehr nice Ice Golem, um alles zurückzukiten. Sehr, sehr nice. Jetzt besetze ich wahrscheinlich links einen Rambo, um wieder Pressure zu machen. Und rechts die Banditen. Ja, rechts die Banditen, weil ich weiß, er hat keine Valkyrie im Cycle. Und links, er hat so viel Pressure, er kann links den Barbar nicht verteidigen und somit war es ein Easy Game. Und
Lief eigentlich ganz gut. Dachte ich, so würde ich das nochmal sehen. Ich denke, ich habe relativ gut gespielt, aber eigentlich fast gar keinen Fehler gemacht. Vielleicht hätte ich an einer anderen, ein oder anderen Situation abhaben müssen. Aber wirklich, Leute, das Spiel hat es eigentlich so perfekt gezeigt. Double Lane Pressure ist key in höheren Matchups. Selbst wenn eine Top Lows, pusht trotzdem in beide Lanes. Ich würde sagen, wir sehen uns doch direkt im nächsten Game. Bis gleich. So, und dieses Game zeigt, glaube ich, mal so richtig WTF. Also das Game steht einfach für WTF. Wir haben gegen einen Mortar-Deck gespielt mit Prinz, was natürlich nicht so nice ist, und Minionhorn, wo wir eigentlich allgemein Probleme hatten. Er hatte auf jeden Fall das Matchup. Und viele fragen mich auch immer, ja, wie gewinnt man gegen Mortar? Mortar ist so stark. So, also das Deck, ich glaube, ich habe das extrem gut gespielt. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, ich habe wenige Fehler gemacht. Aber das Game war auf jeden Fall extrem knapp, extrem intens. Und ja, ich entscheide mich jetzt erstmal hier einen Rammer noch zu spielen, weil ich nicht wusste, ob man Zapper, vielleicht Zapp der noch. Der Rammer connected auf jeden Fall noch, deswegen kriegt der Mortar fast keine Hits. Und das ist auch das letzte Game, beziehungsweise das Game, was mich in Ultimate Champion gebracht hat. Also, seid auf jeden Fall gespannt, wie knapp es am Ende wird. Ich habe ja schon gesagt, ich werde das Spiel gewinnen, aber das Game wird auf jeden Fall, oder ist sehr, sehr intens. So, ich spiele jetzt hier erstmal einen Ice Golem. Erstmal defensiv schön, schön die Goblin Gang weghalten. Das Problem ist natürlich, jetzt habe ich keinen Ice Golem mehr gegen den Mortar und auch mehr nicht mehr gegen den ganzen Spam. Und jetzt habe ich gedacht, das war auf jeden Fall eine nice Bandit von mir, glaube ich. Ne, die Bandit war nicht mal nice. Jetzt habe ich schon gedacht, okay, nice, GG. RIP. Hier sehen wir den Hunter. Ich weiß nicht, was das für ein Splash vom Hunter war. Auf jeden Fall komplett OP-er Hunter. Auf einmal haut der Hunter 5 Minions oder 105 Minions auf ein paar Bats. Aber wie ihr schon sehen könnt, die Situation ist auf jeden Fall nicht nice. So, ich schreibe jetzt hier ein Bridge zu spammen, weil ich wusste, ich habe einen kleinen Exil-Vorsprung, weil er extrem viel committed hat. Aber ich habe mir mehr erhofft. Es war okay im Endeffekt, aber ich weiß, natürlich, der Turm kann so low sein wie möglich. Wenn ich nicht mehr rankomme, habe ich natürlich auch verloren. So. Ich bringe jetzt hier einen Barb-Burner erstmal, was auf jeden Fall sehr, sehr nice ist. Er bringt jetzt seinen Dart-Goblin. Ich entscheide mich jetzt wahrscheinlich, einen Ice Golem zu spielen und die Banditen. Ich glaube, Banditen wäre schlauer. Spiele ich die Banditen? Ja. Ice Golem brauche ich nämlich gegen den ganzen Spam. Habe ich mir da in dem Moment wahrscheinlich auch gedacht. So. So, jetzt bringe ich erstmal den. Und ich entscheide mich jetzt wieder, keinen Ice Golem zu bringen. Ich nehme den Hunter-Damage in Kauf. Weil ich weiß, ich brauche den Ice Golem wirklich gegen die Bats, um meinen Turm zu beschützen. So, jetzt spiele ich hier eine Pump, ein bisschen weit nach links. War ich unnötig. Ich glaube, ich habe einfach gefettfingert. Jetzt schreibe ich mich hier zu Kite. Er macht jetzt einen sehr, sehr interessanten Move. Der Zap kommt relativ spät von ihm. Ich bin jetzt hier eine Bandit zum Chargen. Jetzt könnt ihr schon sehen, der Turm von mir ist relativ low. Ich habe dafür natürlich eine Pump stehen. Und jetzt entscheide ich mich, weil ich immer noch nicht so einen großen Spell weiß, meine erste Rambok erstmal nach hinten zu spielen, weil ich Angst vor den drei Musketieren hatte. Natürlich kann er dann Feuer bei Value bekommen mit Pump und für Musketiers. Hier habe ich ein bisschen gefällt, weil mein Barbell kam relativ spät. Jetzt entscheide ich mich hier offensive drei Musketiere zu bringen, um Double Lane Pressure aufzubauen. Hier könnt ihr sehen, richtig nice. Links komme ich extrem gut durch und das macht so viel Schaden. Und jetzt, Leute, ich stopp mal kurz. Jetzt folgende Situation: Er hat rechts einen Prinzen-Push mit Minions, ein paar Minions, noch eine halbe Minion-Horde am Start. Und links habe ich natürlich eine Musketierin am Turm, die aber auch direkt gleich stirbt, mit Maiskohle und wird so auf 700 Schaden hinauslaufen. Jetzt, ich weiß, er kann nicht noch nicht genug Elixier für meine haben, deswegen spiele ich jetzt erstmal einen defensiven Rambock, auf jeden Fall meinen Hunter zu beschützen. Ich glaube, wir machen es jetzt auch mal 0,5, weil ich diesen Ablauf, viele wollten Analysen haben und ich will es euch so gut wie möglich erklären. So, ich entscheide mich jetzt auch erstmal einen Rambok defensiv zu spielen, um den Prinzen zu beschützen. Und jetzt, ich weiß, er wird gleich mit Miner bringen. Und Miner, dann irgendwann Zap, ist halt eigentlich schon GG. Deswegen ist jetzt ganz wichtig für mich, dass ich zurückcycle, dass ich erstmal Pressure in der Offensive mache, dass er kein Hunter spielen kann, kein Miner spielen kann. Und gleichzeitig zurück zu einer Banditen-Cycle, um seinen Miner zu killen. Weil ich habe gerade nichts gegen den Miner auf der Hand, außer Barbell. Und ihr wisst, wie gut Barbell gegen den Miner ist. Nicht gut. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, jetzt offensiv reinzugehen. Pressure zu machen. Weil ihm fehlt halt dann drei Elixier in der Defense. Und ihr könnt jetzt sehen, wie das ausgehen wird. Ich spiele hier erstmal einen Rambok. Defensiv, wie schon gesagt. Ich weiß jetzt, ich bringe jetzt, glaube ich, gleich meinen Ice Golem. Ich glaube, wir können es mal auf mal 1 machen. Ja, ich bringe jetzt den Ice Golem. Und jetzt ist die Frage. Bringt er jetzt schon seinen Miner? Er bringt jetzt, glaube ich, erstmal Defensive. Ja. Ich muss jetzt. Ich habe jetzt meine Bandit predicted, weil ich dachte, er spielt in dem Moment sein Miner. Hat er nicht gemacht. Hat auf jeden Fall schlau gewartet. Ich spamme genau jetzt das Szenario. Ich spamme rein. Ich spamme rein, weil ich weiß, er wastet 3 Elixier. Zap noch nicht im Cycle. Alles gut. Ich muss rein spammen. Bandit gewastet. Hätte ich vielleicht warten müssen. War auf jeden Fall ein Fehler von mir. Und jetzt. Die Frage ist natürlich jetzt: Wo spielt er den Miner hin? Es gibt so verschiedene Möglichkeiten. Es gibt erstmal die Möglichkeit hinter den Turm. Oder spielt sie ein bisschen weiter
Nach vorne, also zwischen beide Türme, ihr wisst den Spot, wo beide Princess Tower den Miner angreifen. Ich habe mich dazu entschieden, einfach nur so Gefühlssache, den Miner hinten links zu predikten. Und ihr könnt gleich mal sehen, wo es landet. Nämlich perfekt predicted, richtig nice. Und jetzt seht ihr gerade die offensive Banitas am Turm. Nächster Rambock direkt gebridgespammt. Jetzt seht ihr noch so ein Key Barbell, einfach komplette Goblin Gang geschreddet. Und das ist jetzt auch das Game. Wir pushen einfach die ganze Zeit an der Brücke Erkelixier und das ist GG. Richtig nices Game. Ich hoffe, euch hat das Game richtig weitergeholfen und hat euch allgemein weitergeholfen, weil ich fand, das Game hat eigentlich relativ gut gezeigt, wie man das im Matchup gewinnen kann. Natürlich hat er keinen großen Spell, aber anstatt dem großen Spell hat er eine Minion Horde mit oder dabei, was eigentlich noch nicht unbedingt schlimmer, aber auch sehr, sehr kritisch ist, weil er uns natürlich hardcore punishen kann, wenn wir keinen Hunter-Cycle haben. Und ich würde sagen, ich zeige euch noch ein Game. Drei Games passt eigentlich ungefähr, oder ist eigentlich ganz gut, denke ich mal. Ein Game gegen Golem, gegen einen deutschen Spieler, der auf jeden Fall auch sehr, sehr hoch war zu dem Zeitpunkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Game. So, da sind wir auch im nächsten Game. Wir spielen gegen Krimsix, kennen wahrscheinlich viele von euch, und er spielt ein Golem-Deck. Das ganz normale Golem-Poison-Deck, wie man es eigentlich schon seit der letzten Meta spielt. Sehr, sehr stark, ab und zu mit E-Dragon, ab und zu mit anderen Karten. Aber wirklich, diese Variante ist extrem stark, auch schon seit gefühlt seit Monaten. Wirklich diese Golem-Poison-Variante. Hat man ja früher mit Pumpe gespielt, jetzt ohne Pumpe. Auf jeden Fall ein sehr, sehr nice Deck. Jetzt bringe ich einen sehr, sehr interessanten Golem. Ich entscheide mich jetzt links, einen Barbell zu spielen, weil ich vorher schon gegen ihn gespielt habe und wusste, er hat kein Zap. Deswegen mache ich jetzt Double Lane Pressure. Links kriege ich jetzt Greenfish an, rechts der Turm down. Und jetzt haben wir folgende Situation. Er hat einen Golem Nightwish Push auf dem Feld. Und ich habe natürlich jetzt die Option. Ich splitte drei Musketiere. Ich weiß, rechte Turm ist down, bringt mir nichts. Wenn ich sie nach links splitte, kriege ich halt absolut Poison oder Value den Poison Value. Und jetzt sieht man einfach, wie OP der Hunter ist. Ich werde jetzt versuchen, ganz viel Hunter Value rauszubekommen. Dazu spiele ich jetzt gleich einen High Hunter. Ja, High Hunter, ganz gleich direkt einen Ice Golem zum Protecten. Er hat nicht genug Elixier für einen Tornado. Jetzt bringe ich, glaube ich, Bats und einen. Ja, ich glaube, der Turm fällt sogar. Ja, also. Das war das andere Game, ich habe es verwechselt. Trotzdem, der Hunter hat sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Ich habe den Golem fast geklärt und jetzt entscheide ich mich, okay, ich hätte doch die Panic für Musketier spielen können. Aber ich entscheide mich dazu, abzuwarten und dann einfach die drei Musketiere hinterm Turm zu splitten und so einfach den Golem-Push zu killen. Selbst wenn er Poison bringt, kann ich ihn halt abpammen und ich wusste, ich habe eine ganz gute Elixier-Situation. So, ich bringe jetzt hier einfach drei Mystics hinterm Turm, wie man sie auch so gerne nennt. Grüße gehen raus an Big Spin. Oder halt in die Mitte. Um erstmal den Buried zu killen und dann den Nightwish. Natürlich sehr, sehr viel Schaden am King Tower. Aber es war mir klar, ich kann das Game immer noch gewinnen. Jetzt spiele ich, glaube ich, eine sehr, sehr. Jetzt mache ich erstmal einen Freecom Push. Ich weiß, ja, okay. Er bringt einen sehr, sehr schlechten Nade, meiner Meinung nach. Und da gehe ich auch gleich rein, weil ich weiß, er hat nichts am Boden. Er muss den Nightwish springen, aber wo will er sie bringen? Da kriege ich extrem viel Schaden am linken Turm raus und am King Tower zugleich. Und es sieht auf jeden Fall gut aus, aber ihr wisst immer, Golem, doppelte Exilzeit extrem stark. Und ich habe keinen großen Spell. Das lasse ich jetzt einfach durchlaufen. Also hier bringe ich noch einen Ice Golem, weil ich nicht will, dass er mein King Tower unchippt, kann man das sagen. Nice, unchippt, keine Ahnung. Halt so ein bisschen Damage bekommt an meinen King Tower. Und jetzt ist halt so die Frage, was mache ich? Perfekte Situation für ihn. Er kann jetzt einen Golem nach hinten bringen. Und es ist doppelt Exilzeit. Ich entscheide mich jetzt, ich könnte drei Muskeln splitten, aber ich entscheide gleich Bridge Spam. Das ist das Geile am Deck. Ihr könnt absolut geil punchen, aber ihr könnt auch absolut geil defenden. Drei Musketiere splitten oder er geht komplett rein. Ich scheine mich jetzt reinzugehen, weil ich wusste, der Turm ist down. Er defendet auch ziemlich hart, meiner Meinung nach. Ich gehe auch gleich weiter rein. Nächster Ice Golem. Der Ice Golem war nicht nice. Den hätte ich lieber defensiv spielen müssen. Aber jetzt seht ihr, das war, glaube ich, die Situation, wo ihr seht, wie stark der Hunter ist. Killt den kompletten Golem. Okay, ihr seht sie wieder nicht, weil das Bubble ein sehr, sehr guter Counter ist. Jetzt habe ich gedacht, mein Turm fällt, aber in dem Moment kriege ich einen Freecall, weil er es nicht mehr verteidigen kann. Extrem. Nices Game, Leute. Und wenn ihr mehr diese Analyse sehen wollt, zum Beispiel wenn ich mir mal eine Grand Challenge spiele mit irgendeinem Deck und euch komplett zeige, wie ich jeden Move fahre, zum Beispiel mit Lockbait irgendwie einen 12er mache und dann irgendwie besser gesagt, die Spielzüge analysieren soll, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Natürlich, weil es wird weiter Live-Gameplay geben, aber viele haben sich gewünscht, yo, Morten, switch mal ein bisschen ab und zu Live-Gameplay, ab und zu Analysen, wir wollen ja auch besser werden und ich habe mir das auf jeden Fall zu Herzen genommen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um mehr sowas zu sehen. Schreibt es auf jeden Fall auch in die Kommentare, was ich gerade gesagt habe. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder im 12-Stunden-Stream am 28.12. Wer das Video noch nicht gesehen hat, wo ich alles sage, es wird unter anderem, ich kann nicht mehr sprechen, rede ein bisschen zu schnell,
unter anderem ein 50-Euro-Preisgeldturnier in Cash-Reihe geben, wo ihr auch mitmachen könnt. Nice. Und auch ein Brawl Stars Chest Opening für über 300 €. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Livestream. Haut rein. Ciao.